World Items sind die unangefochtene Spitze der Objekte in Overlord. Rein gar nichts ist auch nur ansatzweise so stark, abseits der Wild Magic von damals. Und eben weil diese Dinger so verdammt mächtig und wichtig und vor allem interessant sind, hier ein eigenes Video. Viel Spaß! Zuerst einmal sind World Items unfassbar selten und nicht überraschend straight up overpowered. Es gibt nur rund 200 World Items, jedes existiert nur ein einziges Mal. Laut der Story von Yggdrasil soll der Endboss, also der Weltenfresser, die Blätter des Weltenbaumes verschlungen haben, wobei nur 9 verschont geblieben sind. Diese 9 sind die normalen Yggdrasil-Welten. Diese verbliebenen 9 sind nämlich Asgard, Midgard, Alfheim, Vanaheim, Jotunheim, Muspelheim, Nidavellir, Helheim und Niflheim. Diese verbliebenen Welten werden im Verlaufe der Story immer wieder vom Weltenfresser angegriffen. Die übrigen zerstörten Welten wurden zu diesen World Items. Sie sind quasi die Reste einer Welt in Form eines Gegenstandes. Deswegen haben sie die Macht, Welten zu beeinträchtigen, und der Name erklärt sich dadurch natürlich ebenfalls. Die Fähigkeiten dieser Items sind einzigartig, bessere Versionen diverser Supertierzauber oder einfach nicht einordbar. Diese Eigenschaften gehen von Wünsch dir was zu heftigen Damage bis hin zur ultimativen Gedankenkontrolle. Und tatsächlich gibt es nur 3 Möglichkeiten, wie man sich vor so einem World Item schützen kann. Nummer 1, du hast selber ein World Item dabei. Der Trick eines World Items ist immun gegen sämtliche Effekte von anderen World Items. Betonung liegt hierbei auf den Effekten des Items. Direkter Schaden ist kein Effekt, Effektschaden hingegen schon. Option 2 stellen bestimmte Klassen dar. Wenn eine Ausprägung hoch genug ist oder eine Klasse ist erlaubt, ist es in sehr wenigen Fällen möglich, dass der Skill eines Charakters den Effekt von seinem World Item übertrifft. Victim zum Beispiel kann, wenn er sich selber dafür opfert, einen temporären Buff geben, der alle Betroffenen gegen jedwede Form von Gedankenkontrolle immun macht, selbst wenn der Effekt von einem dieser Items stammt. Und Nummer 3 ist unmöglich für einen Spieler oder NPC zu erreichen. Man muss nämlich ein Wild Magic Nutzer sein. So wie World Items Wild Magic Nutzer nichts anhaben können, können besagte Magienutzer solchen Itemträgern auch nicht schaden. Zu dieser gesamten Form von Magie und dieser Thematik gibt es übrigens auch ein eigenes Video, siehe oben rechts. Wenn man sich nicht gegen ein World Item schützen kann als Spieler durch eine dieser 3 Möglichkeiten, kann man damit rechnen, dass dieses Item den Untergang bedeutet. Selbst jemand absolut lächerlich Schwaches wie Klimp könnte mithilfe vom richtigen Item ganz Nazik vernichten, angenommen natürlich, sie hätten selber keinen Schutz. By the way, World Items können trotzdem World Item Nutzer beeinflussen, sofern sie dies auch akzeptieren. Das wurde irgendwann dank einem Patch oder so hinzugefügt. Und folgendes wurde im Anime mal wieder falsch erklärt, beziehungsweise es gab einen weiteren Übersetzungsfehler. Nein, es gibt nicht nur 20 World Items, und nein, nicht jedes verschwindet nach Benutzung, auch wenn es manche schon tun. Sondern es gibt genau 200 dieser Items, und innerhalb davon gibt es eine kleine Gruppe bestehend aus 20, namens die 20 oder eben 20. Jedes Item dieser Gruppe ist nur einmal zu verwenden, dann verschwinden sie. Sie sind auch nur eine Gruppe, weil sie als die mächtigsten aller World Items betrachtet werden, sonst gibt es da keinen Zusammenhang. Für gewöhnlich verschwinden World Items nicht nach der Benutzung. Einige hingegen können nur begrenzt verwendet werden, bis sie verschwinden, und wieder andere haben andere Vorgaben. Auras World Item zum Beispiel geht auf den Gegner über, sofern er den Effekt des World Items selber schlägt. Mehr dazu oben rechts. Ob World Items irgendwo respawnen oder so, wurde leider nie ganz bestätigt. In-game waren diese Dinge eine Rarität. Es ist unwahrscheinlich, dass überhaupt jemals alle gefunden wurden. Es gibt halt keine feste Formel oder Drop-Chance, dass die eben spawnen. Man kann nicht einfach Stunden grinden oder sich sowas mit Echtgeld erkaufen, es funktioniert nicht. Man kann die Dinger wirklich überall bekommen. Man kann sie am Ende eines Raids bekommen, bei einem spezifischen Dungeon mit der Voraussetzung, dass man es beim ersten Versuch schaffen muss. Aber man kann es auch einfach random in der Höhle finden. Heißt natürlich nicht, dass es garantiert ist, dass man irgendwann eins findet. Die einzigen garantierten Drops sind anscheinend bei World Enemies. Sollte es eine Gruppe dieser Monster sein, muss man aber alle töten für ein einziges World Item. Es gibt manche Spieler, die haben das Spiel seit Release gespielt oder seit der Alpha oder keine Ahnung, wie das da lief, und dennoch haben sie nie von solchen Teilen gehört. Es gibt einzig und allein nur einen Zeitpunkt, wo irgendwann mal öffentlich World Items erwähnt wurden. Ungefähr zum Zeitpunkt der Formierung von Einzelgon wurde von den Spielentwicklern irgendetwas rausgegeben, nach dem Motto, 50 World Items wurden bereits gefunden. So, kommen wir nun zu allen bekannten World Items. Einige der World Items, die ich jetzt gleich nennen werde, werde ich am Ende nochmal verlinken, da ich für diese ein eigenes Video habe, wie zum Beispiel die Items von Aura und Mara.
Außerdem gibt es einfach noch viel, viel mehr zu sagen, als ich es jetzt gleich nennen werde. Beginnen wir mit dem Bekannten der 20. Ahura Mazda fügt allen bösen Wesen innerhalb einer gesamten Welt extrem Damage zu. Five Elements Overcoming gewährt dem Anwender einen Wunsch, allerdings nur in Bezug auf das Magiesystem. Ouroboros hingegen gewährt dem Anwender einen beliebigen Wunsch, es ist eine Art von Ring. World Savior erhöht seinen Damage Output über seine Aktivierungszeit hinweg stetig, bis zu dem Punkt, an dem es alles one-hitten könnte. Vermutlich, wenn es keine Ziele mehr hat, schaltet es sich selber aus. Ein bislang namenloses Mitglied der 20 hat den Effekt, jeglichen Statuseffekt von einem Charakter zu nehmen. Es existiert ein zweites 20-World-Item in Nazrik, wessen Name und Effekt unbekannt sind. Nun aber zu den Nicht-20, also den regulären World-Items. Atlas Effekt ist unbekannt. Habgier und Genügsamkeit können XP speichern und wieder abgeben. Milliardenschwert als Eigenschaft ist ebenfalls unbekannt. Darstellung von Natur und Staat kann den oder die Feinde in einer ausgewählten Gefängnisdimension einschließen. Sollten sie es schaffen zu entkommen, geht das World-Item auf sie über. Downfall of Castle and Country ermöglicht absolute Gedankenkontrolle, trotz Immunität oder Resistenz auf ein einziges Ziel gleichzeitig. Ginnunga Gap fügt hohen Schaden an Gebäuden und Flächen zu. Es kann seine Form verändern in eine Axt namens 3F, dessen Fähigkeiten nicht nennenswert sind. Hygeas Schal ist ein bislang undefiniertes Item. Caloric Stone ist ein Item, dessen Fähigkeiten nicht ganz bestätigt sind. Vermutlich allerdings kann man daraus andere Sachen machen, wie Golemkerne. Das namenlose Buch der Zauber enthält Wissen zu jedem Zauber bis zur Stufe 10. Eventuell kann man durch dieses Buch auch eine Anleitung erhalten, wie man bestimmte Zauber freischalten kann. Zauber, die erst in der neuen Welt entstanden sind, sind ebenfalls enthalten, allerdings nur Yggdrasil-Stufenmagie-Zauber. Seeds of the World Tree ermöglicht einen uneingeschränkten Rassenwechsel, allerdings nur einmal. Throne of Kings boostet die Stat-Werte des darauf Sitzenden. Two Worlds Mandala ist bislang nicht weiter beschrieben, genauso wie Gree. Der Heilige Gral hat irgendeine besondere Form der Heilung, während Yggdrasil Leaf Schutz in irgendeiner Form gewährt. Jalahorn entfesselt eine höhere Version des Zaubers Summoning of an Avatar of God. Founders Fähigkeit ist ebenfalls unbekannt, genauso wie die von A Dove Brings an Olive Branch. Einige weitere namenlose World Items wären außerdem noch das Item, nach dem sich Ulbert verzehrt hat, was Dämonen beschwören kann, das, was jetzt Sheltier besitzt, früher aber Aureola hatte, das Item von Deep Darkness Dragonlord und natürlich zu guter Letzt Momongas roter Orb. Letzteres ist aber ein zu großes Thema, deshalb bekommt es ein eigenes Video. Naja, eigentlich gab es dazu schon ein Video, aber YouTube hat sich dazu entschieden, meinen Strike ranzudrücken und mir keinen genauen Grund anzugeben. Danke. Wahrscheinlich habe ich einen Clip verwendet, der irgendwie 0,1 Sekunden zu lang war. Ist schon mal passiert. Mal schauen, wie es diesmal aussieht, sollte ein Remake kommen. Schaut gerne hier vorbei für mehr Infos zu bestimmten World Items. Und darüber verlinke ich euch einfach mal, wie die Spieler in die neue Welt gekommen sind, beziehungsweise warum oder anders gesagt, wer dafür verantwortlich ist. Kleiner Spoiler-Alarm, World Items haben was damit zu tun. Doch damit gesagt, vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.